2019 werde ich zum Bollywood-Sprecher. Ich helfe einem der besten Freunde in meiner Gruppe sozusagen. Wirklich, wir unterhalten uns auch privat. Deswegen sage ich das jetzt nochmal. Dankeschön an Prashant. Ja, das Video auch aus Hamburg. Ich sage dir jetzt immer, toi 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 am Set, dass auch gut alles läuft. Du verstehst, was ich meine. Es ist nämlich Arbeit. Wir wissen, dass das Arbeit ist. Und wir freuen uns, wenn die Fans diese Arbeit honorieren, indem sie klicken, indem sie da sind und indem sie dich ansprechen. So, ich betreue das Ganze. Das macht mir auch unheimlich viel Spaß. Ich möchte darauf hinweisen, dass momentan ein erstklassiger Bollywood-Film laufen wird, hier im Jahre 2019. Einer der besten Bollywood-Piraten-Filme. Ich kann ihn nicht aussprechen, weil ich ihn leider nicht halte. Ich habe, Facts of Hindustan. Facts of Hindustan. Habe ich mir doch aufgeschrieben, weil ich nicht mehr alles merken kann. Meine lieben Freunde, auch ich sage Namaste. Ich bitte euch auch, ein bisschen Nachsicht zu haben. Ich arbeite und es ist Arbeit. Es soll Fun machen, es soll euch Fun machen, es soll euch Spaß machen. Deswegen achte ich darauf, dass nicht so viele Fehler entstehen. Das sind Flüchtigkeitsfehler, weil doch hier beim Gucken draufdrücken, reinbeamen sozusagen, einkleistern, die Seiten gestalten. Ich mache das in Sekunden, Minuten, das ist kein Thema, weil das ist mein Beruf. Aber es können Flüchtigkeitsfehler passieren, das habe ich ja schon mal gesagt, das nennt man Fauxpas. Also es kann Fauxpas passieren, dass man einen T statt D nimmt. Ihr wisst ja, dass einige DIN-Duden, 5000 Deutsche unterwegs sind, die alle Lehrer sind, ja, obwohl sie keine Lehrer sind, aber egal, die sofort reinpreschen und so weiter. Wir bemühen uns wirklich sachlich, ordentlich. Wir werden jetzt nicht stundenlang, tagelang, jahrelang nur Sendungen machen, um Gottes Willen. Wir begleiten, meiner einer begleitet 100% Prashant und nimmt die Bilder auf, setzt die ein, setzt auch Satzstrukturen darunter und macht auch eine schöne Geschichte daraus. Also es werden schöne Geschichten entstehen mit dem Prashant jetzt in Hamburg, macht da eine Werbung. Namen werden nicht genannt, das geht nun mal nicht. Man kann da nicht sagen, nee, geht nicht. Wenn alles gelaufen ist und wenn die Werbung läuft und wenn der Werbeträger damit einverstanden ist, dann kann man sagen, weil dann läuft es ja, dann kann man auch rein. Ja? Das war ja auch mit den ganz anderen Kolleginnen und Kollegen, die hier waren, Monte zum Beispiel mit seinem Käse, ja, das ging nicht vorher, das ging erst hinterher, wie der Käse lief. Ne? Leerdammer, die Leerdammer-Werbung mit Frank Montenburg. Ein Kollege von Prashant bei Stromberg zum Beispiel. So, wie gesagt, das ist eine riesen kleine Gemeinde, die aus Stromberg entstanden war und immer noch ist. Aber dieses Jahr 2019 wird, wie gesagt, Prashant Bollywood, weil ich liebe wirklich Bollywood. Ich habe alle Filme, meine Kunden lieben Bollywood, die haben alle Filme abgekauft. Ich habe also nur noch die festgehalten, die mir persönlich gefallen, so die Doom-Richtung. Diese Darsteller bei Doom gefallen mir. Shah Rukh Khan und wie die alle geheißen, die habe ich mir natürlich auch alle angesehen. Das ist richtig. Einige laufen ja 180, 220 Minuten. Aber ich schaue sie mir dennoch an. Aber die Action wie Doom zum Beispiel oder jetzt hier The Facts of Hindustan, das ist ein Piratenfilm, der ist sensationell. Meine Tochter ist kurz vor 18 und liebt seit ihrem, keine Ahnung, 12. Lebensjahr Bollywood und schaut sie dies wirklich in Original an. Sie kauft sich jetzt sogar von ihr sauer verdientem Geld Bollywood-Filme. Ja? Hat sie auch wirklich gefreut, ein Autogramm erhalten zu haben. Wie gesagt, wir rennen jetzt nicht hinter Stars und Sternchen her, weil wir arbeiten mit Stars und Sternchen. Das sind ganz normale Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir haben da ein ganz anderes Verhältnis zu und wir wissen ja auch viel, viel mehr und deswegen dürfen wir umso weniger sagen. Also ich zum Beispiel. So, ich darf so gut wie gar nichts sagen, das mache ich auch nicht. Ich werde aber betreuen. Ich werde immer schön Dankeschön sagen, weil ich mich wirklich bedanke dafür. Das gehört sich so. Wie gesagt, ich liebe Indien, auch wenn ich meine indischen Kunden hier habe. Ich habe einen, der hat, glaube ich, 36 Elefanten. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Ich muss da immer seine Sachen da machen. Also der hat über 36 Elefanten, hat er.
Und dann muss ich, keine Ahnung, in Indien, da muss ich mich mal schlau machen, da läuft ja eh alles ein bisschen anders. Auch die gesamten Glaubensrichtungen und das Ganze, die ganzen Feste, die da ablaufen. Nun, ich bin nun mal hier im Deutsch-Territorium und da läuft das halt nicht indisch ab. So, und einige Jugendliche mögen ja auch indisch und machen dann solche indischen Sachen. Deswegen frage ich dann immer nach, was ist das? Zum Beispiel, es gibt ja Lichterfeste, es gibt Farbfeste, es gibt also wie gesagt sehr viele Sachen, auch Glaubensrichtungen, das Ganze, dieses bunte Leben in Indien ist dennoch wunderbar. Ich habe auch viele Filmemacher, die für den BDFA arbeiten, das ist also, die drehen auch Filme, die machen Urlaubsfilme, werden aber nicht dafür bezahlt. Auch sie haben ihr Alter, sie machen es sozusagen in einem Hobbymodus. So, ich habe Beruf, Hobby, Hobby, Beruf, immer ein und dasselbe. Wird da wohl nicht aussteigen. Ich bin also darin involviert. So, wenn ich mit Prashant arbeite, soll er sich auch wohlfühlen. Das habe ich mir auch gesagt. Deswegen ist er eine riesen Entfernung, Göttingen statt Essen, statt Essen Göttingen. Jetzt ist er in Hamburg. Auch mal eben, sage ich jetzt mal, von einem Drehort mal eben kurz vorbeikommen. Das ist auch Stress und den wollen wir ja nicht ausüben. Wir wollen Spaß haben und diesen Spaß wollen wir an alle Fans weiterleiten. An alle Fans, Kunden, Freunde, Bekannte, Zuschauer, Follows, die Prashant, wie gesagt, immer ihm die Clips geben, immer hinterher. Ich helfe nur als Medienkanzler, dass das eine wunderschöne Geschichte wird. Ich begleite diese Geschichte, ich nehme die Geschichte auf, mache was Schönes daraus, eine sogenannte Bollywood-Geschichte mit Prashant. Ja, eine Bollywood-Geschichte. Geschichte mit Prashant. Prashant ist Deutsch-Bollywood-Darsteller, sagen wir mal. Deutsch-Indisch, Indisch-Deutsch. Und wie gesagt, aus dieser Rolle kann man, oder aus dieser Figur kann man auch vieles machen. Habt ihr ja schon gemerkt bei den ganzen Produktionen. So, jetzt ist er bei einer Werbung. Ich meine, die schönste Werbung war ja immer noch Froster. Daran erinnert sich jeder, wirklich. Daran erinnert sich, das war doch Froster, da war da was. Und das ist toll. Also, wenn man einen Indikator hat oder wenn man irgendjemanden irgendwo identifizieren kann, also Froster hat überzeugt, ja, dieses hat überzeugt, auch dieses Dinner, in, ich glaube, irgendwo gibt es eine Sendung mit Dinner, da war er in der Küche und so weiter. Wie gesagt, ich kann nicht alles verfolgen, ich mache eine Menge, da ich aber sehr, sehr viel zu tun habe, kann es schon mal sein, dass mir ein Fauxpas passiert, dass es ein Buchstabe vertauscht. Oder irgendwie, also bitte nicht so ernst nehmen das Ganze, es wird natürlich auch wieder berichtigt, ja. Ich kontrolliere das, also ich stecke da rein und wenn ich den Knopf zu früh gedrückt habe und es steht, gehe ich natürlich wieder rein und hole das raus. Diesen fehlenden Buchstaben tue ich dann wieder rein oder nehme ihn wieder raus, wenn einer zu viel drin ist. Das nennt man Flüchtigkeitsfehler. Ich bitte darum, dass Flüchtigkeitsfehler nicht als grober Fehler benutzt wird. Das passiert jedem, es geht nicht anders. Wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit, da kann man schon mal einen Knopf drücken. Ihr habt auch gerade das Gepiepe gehört, bei mir piept es immer, weil die Uhren alle hochgradig elektronisch. Ja, ich bekomme vom Prashant irgendwas, das setze ich dann hier ein. Ja, das ist alles vom Prashant, was ihr hier seht, das gibt er mir auf Smartphone, ich binde das dann sofort ein auf die Seite, weil wie gesagt, er auch ein bisschen Luft braucht. Ja, er gibt es, ich nehme es, packe es ein. Und wenn er Zeit hat, packt er es natürlich auch ein. Ihr seid und ihr bleibt seine besten Fans und seine besten Freunde. Und es soll auch so bleiben. Das soll eine riesengroße gemeinschaftliche Geschichte werden, woran ihr dann zwischendurch mal euch hinsetzt und guckt. Ja, eine schöne Sendung mit Prashant wird sicherlich stattfinden. Vielleicht schaffen wir ja auch, dass aus Prashant irgendwann mal irgendwo eine Serie wird. ARD, ZDF, wünschenswert. Muss ja nicht immer unbedingt RTL sein. Es gibt ja so wie tolle Serien bei ARD, ZDF, nur zwei mittlerweile. Gestern lief zum Beispiel Hubert ohne Staller. Das läuft schon verdammt lange. Und dann läuft ja auch Rosenheim Cops beim ZDF im Moment als Uraltschleife. Die neuen Folgen sind leider schon zu Ende. Sie drehen halt, haben auch den zweiten Platz bei der Verleihung der Kamera bekommen. Leider nicht den ersten Platz. Hallo. Hallo. So, Prashant hat schon gesagt,
all inclusive, all in one. Yes, that are only all in one. Ist halt so. Hier ist alles inklusiv, all in one. Von A bis Z. Das bedeutet aber, dass man jetzt nicht allen, es wird ja schon eine Menge geholfen, ja. Also allen kann man nicht helfen. Hier ist internationales Publikum, internationale Leute, hier muss international hin und wieder mal wirklich Brainstorming gemacht werden, auch Brainsharing, auch Transforming und so weiter. Also hier ist einfach alles international, meine lieben Freunde, bedeutet auch international unterwegs zu sein. Und man kann nicht immer allen sofort helfen, deswegen noch einmal, wenn ein Fauxpas passiert, bitte nicht so eng sehen, weil wenn man alles von A bis Z selbst macht, kann es schon mal sein, dass man irgendwo etwas übersehen hat oder zu schnell war oder zu langsam. Zu langsam glaube ich nicht, weil die Elektronik viel zu schnell und weil die Elektronik viel zu schnell, mittlerweile wir auch viel zu schnell unterwegs sind. So, wie gesagt, Prashant hat es gesagt, Prashant ist momentan auch in Hamburg am Drehen. Wann wir die Sendung starten, weiß ich noch nicht. Sicherlich werden wir starten, irgendwie werde ich das auch hinbekommen, weil diese Sendung soll dann, wie gesagt, von Prashant selbst sein. Ja, Prashant denkt sich die Sendung selbst aus. Prashant macht das alles und ich helfe ihm dabei, ich gebe ihm sozusagen das Licht, das Mikrofon und die Kamera für diese Sachen. Das soll auch wunderbar werden, es soll auch eine wunderbare Geschichte werden und es soll auch eine wunderbare Show werden. Weil indisch kann man vieles machen und ich habe wirklich hochgradig Interesse, indisch was zu machen, nur nicht so einfach. Prashant kann es euch irgendwann mal erklären, dass im indischen Raum, Spielraum, Filmraum. Viele von euch haben es ja schon gemerkt, wenn sie in den Studio oder in die Studionähe in Indien kommen, dass das nicht so abläuft. Einige haben das große Glück, dass sie rein dürfen, weil sie müssen dann singen, tanzen, Bewegungen und so weiter erlernen. Ist wie gesagt nicht so einfach. Die Gewerkschaft im indischen Raum, im indischen Film, müsst ihr euch mal anschauen. Ich meine, ich habe auch mit China mal die Zeit, auch wie Bruce Lee losgelegt, habe ich mir mal angesehen und so weiter. Da ging es, aber denkt dran bitte, ja, im asiatischen Raum einfach mal einrücken, ich will Schauspieler werden, ich möchte bei euch mitmachen, ich bin Kung-Fu-Star oder, Vorsicht, Vorsicht, auch David Carradine damals, der dann die Sache übernommen hat, statt Bruce Lee, kann man oder hätte ein Lied davon singen können, wenn er noch hätte reden dürfen. Im Moment gibt es auch David Carradine. Ja, alle nicht mehr. Es gibt viele Schauspieler nicht mehr. Also wie gesagt, das Geschäft sieht anders aus, wie das, was ihr seht. Ja, das möchte ich einfach mal gesagt haben, da ich ja jetzt das Ganze annehme und versuche, es auf einen gewissen Level zu bekommen, auf ein gewisses Gebiet zu bekommen. Und die Schnelligkeit soll auch weiterhin gegeben sein, da hier über 40 Jahre Technik läuft und Erfahrung, 40 Jahre Erfahrung, einfließen soll in die Sendung, in das Geschehen und natürlich in den Künstler, hier in dem Fall Prashant. Wie gesagt, ich mag Indisch, ich mag das Ganze, ja, ist halt so. Ich rede jetzt von anderen Sachen, wie die arbeiten und wie viel Mühe die sich geben, ja. Also ist was anderes wie Hollywood, also was die... Die haben auch eine ganz andere Fantasiewelt und die macht Spaß, ja. Hollywood, das ist eine ganz andere Baugruppe. Ne? So, wie gesagt, heute nicht so eine lange Sendung. Danke, danke noch einmal. Ab nach Hamburg. Viele Grüße, viel Spaß am Set. Und euch allen hier beim Fanclub, im Fanclub von Prashant, Indien, Indisch. Ich versuche auch andere indische Sachen noch irgendwie einzubinden. Wie gesagt, Thugs of Hindustan. Wer diesen Piratenfilm schon gesehen haben sollte, geht über 2 Stunden, 2 Stunden 30 geht er, also der ist schon fast 3 Stunden dieser Film, aber da geht es richtig zur Sache, ist einer der härtesten Piratenfilme, Thugs of Hindustan, mittlerweile brauche ich kaum noch hin, Thugs of Hindustan, gucken wir euch an, beim Sondersender läuft es schon, weil jemand den dann schon mal eben kurz freigegeben hat. Beim Sondersender könnt ihr ihn kurz anschauen. Also wie gesagt, im Moment
In Originalsprache, einige mögen es in Originalsprache, deswegen in Originalsprache. Wann er in Deutsch erscheint, weiß ich nicht. Jedenfalls in Deutsch werde ich ihn mir auch besorgen und da auf dieser Blu-ray werden ja sicherlich auch andere sein. Vielleicht habe ich das große Glück, dass Thugs of Hindustan, dieser Piratenfilm, dass der vielleicht irgendwann mal bei Netflix läuft. So, dann wisst ihr Bescheid, warum, wieso, weshalb eine indisch-deutsche Freundschaft entstanden ist, weil es halt so ist. Indisch mögen wir halt und macht Spaß. Wir essen auch gern indisch. Ist manchmal zu viel Curry drin, aber egal. Könnte auch mal sehr saftig sein oder halt sehr scharf sein. Aber bringt mich heute auf eine gute Idee. Ja, ich werde mir heute